Nvidia, Nvidia, Nvidia. Der Fugmann ist ja völlig besessen von Nvidia. So lese ich es oft in den Kommentaren, zum Beispiel auf YouTube, auf meine Videos. Und natürlich ist dieser Einwand, dass ich völlig besessen sei von Nvidia, total richtig, total angemessen. Aber ich will in diesem Video zeigen, dass wirklich sehr, sehr vieles an Nvidia hängt. Alle Wege führen über Nvidia und zu Nvidia, so hat die Bank of America heute getitelt. Und wir wollen uns mal anschauen, warum das so ist und wie die Geldströme eben in diese Bereiche reinfließen. Am größten Verfallstag in der Geschichte der Wall Street. Ich hatte es in den letzten Videos schon erwähnt. Wir haben heute 5,1 Billionen, die heute verfallen. Und vor allem Nvidia-Optionen verfallen. Die Aktie heute zunächst mal sehr negativ, hat sich dann in Richtung Null wieder entwickeln können, letzter Stand. Aber es ist weniger turbulent als gestern, meistens vor den großen Verfallstagen. Da passiert das, was man vielleicht das Rebalancing nennen kann. Also, dass die Market Maker, die Dealer, die Verkäufer der Optionen dann ihre Hedge-Positionen auflösen, da die allermeisten mit Calls unterwegs sind. Also auf steigende Kurse bei Indizes und vor allem bei Nvidia spekulieren, wurde da offenkundig einiges aufgelöst. Deswegen gestern vor allem der Nasdaq und Nvidia negativ. Heute beruhigt sich das scheinbar ein bisschen. Mal gucken, wie es rausgeht. Da ist ja dann noch einiges, was verfällt. Am Anfang des Handels ist was verfallen. Und dann wird kurz vor Handelsende eben weiteres verfallen. Aber warum ist diese ganze Geschichte mit Nvidia so zentral? Zunächst mal, wir hatten den zweitgrößten Zufluss von Kapital in Aktien. Und da ging also durchaus einiges rein. Und vielleicht kein Zufall, dass wir in dieser Woche ja Allzeithochs gesehen hatten bei S&P 500 und in Nasdaq. Aber wir hatten vor allem den größten Zufluss von Geldern in den Tech-Sektor. Seit die Daten aufgezeichnet werden, also in der Geschichte, und die Geschichte ist ja relativ lang, ne? Wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist Geschichte ja immer relativ lange. Also wir sehen, das hat sogar noch hier den Wert aus 2023 übertroffen, den wir da erreicht hatten. Und hier kommt eben diese Aussage, all roads lead to Nvidia. Trade is again, once again bolstered, so schreibt die Bank of America, weil Europa eben Probleme hat aufgrund dieser Besorgnisse in Frankreich. Also da sagen sich offenkundig viele oder haben sich viele US-Investoren vor allem gesagt, naja, dann gehen wir doch wieder in den Heimatmarkt, ziehen Gelder aus Europa ab und packen das dann vor allem in Tech und da vor allem in Nvidia. Aber die Herrschaften bei Nvidia selbst, so wie Jensen Huang, der wohl genialste Verkäufer neben Elon Musk, einer, der den Leuten das Blaue vom Himmel versprechen kann, und die Leute glauben das erstaunlicherweise, dass also das Blaue vom Himmel dann unmittelbar kommen wird, gell? Und die Frage ist halt, wie lange glauben sie es noch? Jedenfalls Jensen Huang scheint es nicht so ganz zu glauben. Das erklärt vielleicht, warum die Nvidia Insider und vor allem auch Jensen Huang doch relativ heftig verkauft haben. Klar, die haben immer noch große Aktienpositionen von Nvidia. Aber es ist doch auffällig, dass hier mehr als ungefähr das Dreifache des bisherigen Rekordwertes im ersten Quartal hier mal zu Geld gemacht wurden an Nvidia Aktien. Also da lädt man ab, die anderen laden auf, und wir sind gestern bei der Nvidia-Aktie dann an den oberen Trendkanal angestoßen. Heute haben wir dann unter die Aufwärtstrendlinie mit einem Gap-Down eröffnet, die Aktie um und bei 3% im Minus. Zunächst mal, wie gesagt, hat sich dann erholt, mal sehen, wie das Ganze dann noch weitergeht. Aber wenn dieser Trendbruch bestätigt wird, dann wäre das schon ein bisschen technisch angeschlagen. Wenn wir mal zu Apple kommen, die haben sich ja so eine Art Battle geliefert mit Optionen, weil eben dieses Rebalancing anstand bei dem maßgeblichen ETF, Tech-ETF XLK, und Apple hat das Rennen verloren. Und jetzt kommen dann so Artikel wie auf Bloomberg, oh, vielleicht ist die Bewertung ein bisschen hoch, Apple jetzt mit dem dreifachen Forward Earnings bewertet.
jedes Mal, wenn wir da waren, in den letzten Jahren wurde es ein bisschen schwieriger. Eben diese KI-Euphorie, ja, die machen jetzt irgendwie ne, ChatGPT und so, machen es da auf ihre Geräte und dann kaufen alle diese neuen Geräte. Also ich glaube, wer unbedingt immer up-to-date sein will und KI nutzen will, der hat schon ein neues iPhone. Wer vor 2, 3 Jahren ein iPhone gekauft hat, der wird nicht zwingend unbedingt jetzt wegen irgendwelcher Geschichten, die ohnehin nicht wirklich besser werden in Sachen KI, unbedingt jetzt neue iPhones kaufen. Wir werden sehen, ob Apple wirklich die Verkäufe steigern kann, so oder so. Die Bären sind scheinbar tot, das sehen wir hier in den Short-Positionierungen. Short Interest beim SPY, also dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500 und dem Triple Q, dem maßgeblichen ETF auf den Nasdaq. Das sind Allzeittiefs, die wir hier erreichen. Es kann ja nur nach oben gehen, denken sich alle, und dementsprechend sind auch alle so positioniert. Wir hatten heute Wirtschaftsdaten und das Bild wird nicht einfacher, der US-Konjunktur, Einkaufsmanager-Indizes. Und wir sehen 26 Monatshoch beim Gesamtindex mit 54,6, stark. Services vor allem stark, 55,1, 51,9 Manufacturing, auch relativ gut. Aber das ist ein bisschen überraschend, nachdem ja zuletzt die Daten aus den USA schwach waren, wie wir hier im City Economic Surprise Index sehen, also der Index, der bemisst, wie stark die hereinkommenden Daten dann von der Erwartung abweichen. Die Daten waren zuletzt relativ schwach. Jetzt haben wir plötzlich dann wieder einen solchen Einkaufsmanager-Index, der besser ist. Also es wird nicht klarer, das Bild über die US-Konjunktur. Auf der anderen Seite haben wir heute die Existing Home Sales gesehen, also die Verkäufe bestehender Häuser, und die machen schon einen Großteil des gesamten Immobilienmarkts in den USA aus. Und da sehen wir wieder rückläufig, 3. Monat in Folge. Und vor allem die Preise steigen auf neue Rekordhochs, neues Allzeithoch, das wir jetzt erreicht haben bei den Preisen für die dann abgewickelten, gekauften, bestehenden Häuser. Also schwierige Datenlage, aber eins ist klar, warum haben wir noch keine Rezession gesehen? Das liegt vor allem an der Ausgabefreudigkeit der US-Regierung, die natürlich mit dieser Schuldenmacherei auch ein Stück weit die Wirtschaft stimuliert. Hier sehen wir das, es war eine signifikante Quelle von Wachstum im Jahr 2023. Wie diese Grafik hier deutlich zeigt. Aber wenn Sie dann mal gucken, das wird jetzt immer weniger. Und hier sehen wir, dass der Anteil sinken wird jetzt. Also diese Party ist vorbei. Ich hatte ja mal einen Chart gezeigt, der klar gemacht hat, dass es einen absoluten Parallellauf gibt zwischen dem S&P 500, also den Aktienmärkten, und den Schulden der USA. Mehr Schulden, mehr Liquidität. Liquidität hebt alle Boote. Und wie die Gesamtsituation jetzt ist, wenn wir mal den Blick weiterschweifen, das große Ganze betrachten, wie Mohammed El-Erian gesagt hat. Also der sagte, welche Dinge, oder gefragt wurde, welche Dinge fallen dir auf? Dann sehen wir Dollar-Yen über 159. Wir sehen starke Aufschläge bei den Risikoprämien für französische gegenüber deutschen Staatsanleihen. Wir sehen die Renditen tiefer bei im Bereich 4,2 und ein paar zerquetschte Prozent. Die Zinskurve, 2- und 10-jährige, minus 40 Bips, Basispunkte in diesem Monat, Öl nach oben und der VIX ist gestiegen. Manches passt da nicht so richtig zusammen, aber es ist auffällig, dass da doch einiges in der Mache ist, und über den Jan haben wir schon gesprochen. Da sind wir unterwegs in Richtung 160. Das letzte Mal, als wir in diesen Gegenden, in diesen Gefilden unterwegs waren, Dollar-Yen, da hat die Bank of Japan interveniert, und diese Geldpolitik ist damit im Grunde bestätigt gescheitert. Man opfert in gewisser Weise den Yen und gleichzeitig ist die Wirtschaft geschrumpft. Also dieses Quantitative Easing der Bank of Japan hat letztendlich nichts gebracht oder hat nicht verhindern können, dass die Wirtschaft nicht auf die Beine kommt. Du kannst mit Geld kein Wachstum drucken. Du kannst vielleicht die Vermögenspreise inflationieren, aber nicht viel mehr. Inflation ist auch das Thema, wenn wir jetzt mal rüberspringen nach Europa, meine Damen und Herren. Und hier sieht es so aus, dass in den neuesten Umfragen Le Pen ihren Vorsprung
noch vergrößern kann. Vor der Volksfront, gell? Jetzt haben wir wieder Volksfronten, jüdische Volksfront oder Volksfront von Judäa, hier ist es die französische Volksfront oder die Volksfront von Frankreich, Schwamm drüber, die sind auf jeden Fall an zweiter Stelle, dann erst die Macron-Partei und dann abgeschlagen die Republikaner, die sich weitgehend ins Ausgeschossen haben, aber mit der Partei Le Pen koalieren würden. Also das gibt Anlass auch für die Anleihemärkte, da weiter unruhig zu sein, denn das wird bedeuten, mehr Geld wird ausgegeben, die Schulden dürften noch weiter steigen. All das, was die Anleihemärkte ja schon verunsichert hat. Und wenn wir jetzt nach Deutschland springen, dann haben wir heute die Einkaufsmanager-Indizes gehabt, nicht wirklich gut. Während Dienstleistung noch einigermaßen solide ist, mit 53,5, vor allem der Gewerbesektor mit 43,4, deutlich schrumpfend weiter. Die Industrie stürzt also weiter ab, da hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert, Dienstleistung bleibt okay, Industrie hat ein Problem und der BDI-Chef Russwurm bringt es auf den Punkt, das ewige Thema Bürokratie, jetzt haben wir Bürokratieentlastungsgesetz Nummer 4 und die Koalition ist stolz drauf, dass man die Aufbewahrungsfristen von 10 auf 8 Jahre gesenkt hat. Wir bräuchten jetzt wirklich mal so einen Ruck, der durch das Land geht, wo man sagt, Leute, jede Vorschrift, die erlassen wird, dann müssen zwei andere gestrichen werden oder so ähnlich. Auf jeden Fall, dass man diesen Wust mal abbaut, diese Leute, die sozusagen sich nur mit sich selbst beschäftigen und ihren Regeln, das müssen weniger werden. Wir brauchen mehr produktive Menschen und genau das ist das Problem auch eines Mindsets, der sehr stark einseitig orientiert ist. In Deutschland hat man das Gefühl, etwa dieses Pushen von Elektromobilität, hier sehen wir mal den Boom und jetzt den Bust, schauen Sie sich mal diese Firmen an. Da ist die beste noch Tesla, was die Aktie betrifft, mit minus 55%. Hertz hat jetzt heute gesagt, wir haben wohl größere Verluste aufgrund dieser Elektrofahrzeuge, die wir gekauft haben. Was ist Tesla damals gestiegen? Als Hertz sagte, ah, wir kaufen ganz viele Teslas, hat sich für Hertz nicht wirklich gelohnt. Also so zerplatzen solche Seifenblasenträume. Und die mit einem solchen Mindset verbunden sind, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen und heute ist ja Milei auch in Hamburg gewesen, der argentinische Staatspräsident, der ja erklärtermaßen jemand ist, der ein Marktwirtschaftler ist, der ein Freund der Ukraine und Israels ist, das müsste ja eigentlich der Bundesregierung ganz gut passen, aber nein, der bekommt sozusagen keine militärischen Ehren, es gibt keine Pressekonferenz mit Scholz, die deutsche Politik aber umgarnt Brasiliens Lula, der jetzt nicht unbedingt so auf Seiten der Ukraine ist und Israels ist, also da sieht man, wie hier die Dinge letztendlich durcheinander kommen. Milei ist eine Hoffnung in einem Land, das komplett runtergewirtschaftet wurde durch einen sozialistischen Mindset. Und dann schauen wir uns mal an in der Zeit, die teilweise ja wirklich okay ist, gut ist, aber manchmal eben auch solche Dinge hier zum Besten gibt. Der Anarchokapitalist droht das Land zu ruinieren. Hier bei der Tagesschau heißt es ein autoritäres Staatsverständnis. Dabei ist es ein Libertärer, also da passt das Autoritäre überhaupt nicht so wirklich rein. Also Milei würde also das Land ruinieren und jetzt gucken wir mal an, wie stark Milei bereits das Land ruiniert hat. Ah, oder waren das doch vielleicht die Sozialisten? Argentinien war eines der reichsten Länder der Welt. Und ist dann mit Übernahme der Macht der Peronistas, also der Sozialisten, die eine komplette Umverteilungspolitik betrieben haben, immer weiter abgestürzt. Und jetzt soll derjenige, der inzwischen schon die Inflation nach unten gebracht hat, natürlich ein Freak ist auf eine bestimmte Weise, der soll jetzt das Land ruinieren. Also wir sehen, dass dieses Mindset wirklich so ein Framing betreibt. Der ist böse, der ist gut, obwohl der Böse eigentlich genau die Dinge vertritt, die der Bundesregierung eigentlich in den Kram passen sollten, vor allem außenpolitisch. Also man wundert sich immer mehr und dieses Framing im öffentlichen Rundfunk, das geht mir langsam immer mehr auf den Zeiger, wenn ich ehrlich bin. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. China, da sind Millionäre und die Mittelschicht, die flieht. Vielleicht haben Sie mal Bilder gesehen, wie viele Chinesen auch über die Grenze von Mexiko in die USA versuchen zu kommen. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Vor allem die Reichen versuchen ihr Kapital rauszubringen. Es ist ein Vertrauensverlust in die Regierung.
Regierung, die dazu führt, dass die Leute mit den Füßen abstimmen. Das ist die erste Empfehlung. Gerne weiterempfehlen auf Social Media. Und die zweite, steht die US-Börsen oder stehen die US-Börsen vor einer Korrektur? Es gibt Anzeichen von Erschöpfung, wie dieser Artikel sehr detailliert und genau zeigt. Also diese beiden Empfehlungen. Und jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Nvidia, Nvidia, Nvidia. Servus, ciao.